YouTube. Heute kommen wir zu einem Thema, was auf YouTube schon ganz schön oft diskutiert wurde, aber ich dachte mir, ich gebe jetzt auch nochmal meinen Senf dazu, denn nach einem Jahr Nutzung kann ich mir dann mittlerweile auch mein eigenes Urteil bilden und wollte das einfach mal mit euch teilen. Heute geht es um die Fujifilm X100V, eine Kamera, die ich im letzten Jahr kennen und lieben gelernt habe, wie man so schön sagt. Wirklich. Also der erste Punkt, den mich wirklich überzeugt hat, dadurch, dass es meine alltägliche Point-and-Shoot-Kamera ist, ist wirklich das kompakte Design. Die Kamera ist echt klein. Ich meine, sie ist gerade mal so groß wie meine Hand. Sie ist super schmal gehalten. Wenn man jetzt die Sonnenblende noch abnimmt, dann ist das Pancake-Objektiv wirklich klein. Und das macht es einfach super praktisch, die Kamera einfach immer dabei zu haben. Wenn man sich sie umhängt, dann stört sie überhaupt nicht. Sie ist nicht schwer. Der obere Teil des Gehäuses ist mit einer Art Magnesium beschichtet. Fühlt sich aber an wie ein Aluminiumgehäuse, deswegen belasse ich es einfach mal dabei. Der untere Teil hat so eine Art Lederimitat, wo man halt dann greift am Grip. Greift sich sehr angenehm, die Kamera. Sie liegt gut in der Hand, dadurch, dass sie auch wirklich nicht schwer ist. Ich persönlich habe mir die Sonnenblende noch vorne dran gemacht, weil ich auch einfach mit dem Finger noch gerne drunter halte, um Stabilität zu haben und weil ich es einfach ganz stylisch fand. Also es ist eher so ein Accessoire für mich. Nee, das Design ist super. Also nicht nur, dass die Kamera super kompakt ist, sie ist auch recht minimalistisch gehalten. Wenn man sich die Oberseite anguckt, dann hat man lediglich zwei Rädchen und den Auslöser. Einmal halt für den Weißabgleich und einmal hat man dann ein Doppelrad. Das ist ganz praktisch. Wenn man am großen Rad einfach nur dreht, dann hat man die Belichtungszeit eingestellt. Und wenn man den Ring hochzieht und dann am Rädchen dreht, dann kann man den ISO-Wert verändern. Man hat also zwei Funktionen in einem Rad. Macht das eigentlich ganz praktisch. Muss man sich aber am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, damit man nicht einfach nur dran rumdreht und sich wundert, warum bei der gewünschten ISO-Wert, beim gewünschten ISO-Wert nichts passiert. Kommt man aber ganz schnell rein. Die Rückseite ist ebenso super minimalistisch gehalten. Man hat einmal den Joystick, den man mittlerweile von Fujifilm ja schon kennt, um sich durchs Menü zu navigieren. Dann hat man noch drei Knöpfe für das Menü, Bildwiedergabe und zum Löschen. Super Kamera. Ich habe das erste Mal in dieser Kamera mit einem hybriden Suchfinder gearbeitet. Auch einmal dieser reine Suchfinder, dass man halt durch das Gehäuse durchguckt. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich nur den digitalen Viewfinder gewohnt war. Und ich kannte halt auch diese Phrasen von wegen, man fühlt sich mehr wie im Moment, aber ich muss sagen, den kann ich wirklich unterschreiben, den Satz. Denn dadurch, dass man nicht auf ein digitales Bild guckt, sondern durch die Kamera quasi durch, hat man mehr das Gefühl, dass man mit seinem eigenen Auge sieht. Man hat ein natürlicheres Gefühl für das Bild. Man hat zwar vor Augen dann einen digitalen Rahmen, wo sich das Bild dann befindet, aber trotzdem sieht man das natürliche Bild vor sich, wie man es mit dem Auge sehen würde. Und das macht es sehr, sehr angenehm, damit Fotos zu machen. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich eher involviert bin in das, was um mich herum passiert. Macht das sehr angenehm, sobald man sich dran mal gewöhnt hat, möchte man es wirklich nicht mehr missen. Ja, das Einzige, was ich an der Kamera so ein bisschen kritisieren würde, ist, dass die ganze Kamera nicht von Abwerk Spritzwasser geschützt ist. Das Gehäuse ist es, das Objektiv vorne allerdings nicht. Dafür muss man sich von Fujifilm dann so ein Wetter-Kit-Ring kaufen. Der besteht einmal aus einem Aufschraubring und einer Glasscheibe. Und damit dichtet man dann quasi die vordere Seite des Objektivs ab. Das hat man halt, konnte man nicht dicht machen, weil sonst das Objektiv hätte dicker werden müssen. Fand ich ein bisschen schade. Ich hätte das dickere Gehäuse dann eher in Kauf genommen. Aber nun gut, so musste man halt noch den Ring dazu kaufen. Kommt vielleicht auch nicht für alle Leute in Frage, aber da ich auch bei Regen manchmal unterwegs bin, ist das eigentlich ein recht unverzichtbares Accessoire für die Kamera für mich gewesen. Weswegen ich es mir dann auch zugelegt habe, aber hat dann auch einmal im Regen funktioniert und deswegen musste ich mir keine Gedanken machen. Die Bildqualität von dem Ganzen ist super. Wenn man sich erstmal unterwegs an die ganzen Einstellungen gewöhnt hat, an die Kamera gewöhnt hat, dann kann man nicht nur super schnell auf unterschiedliche Bedingungen reagieren, sondern man kann auch einfach mit ein, zwei Handgriffen sofort die Kamera wieder richtig einstellen, sofern man im manuellen Modus fotografiert. Und das macht super Spaß, das ist super einfach. Ich war jetzt in Rom. Im letzten Video war ich 3 Tage mit der Kamera komplett unterwegs. Alle Bilder, die ihr dort seht, sind mit dieser Kamera aufgenommen worden. Mit der anderen Fuji habe ich lediglich die Videos gemacht, aber alle Fotos kommen wirklich aus der Kamera. Das Objektiv ist gestochen scharf, der Sensor macht super Bilder. Nicht nur für meine Street-Fotografie und halt auch, wenn ich unterwegs bin, sondern ich habe damit auch schon andere Shootings gemacht. Und war zwar notgedrungen, war nicht geplant, aber trotzdem hat die Kamera mich dann quasi nochmal rausgeholt. Und ich muss sagen, das ist echt super. Also die Bildqualität ist hervorragend, ich kann sie nur empfehlen. Und man kann super Bilder in jeder Lebenslage damit machen.
Der automatische Belichtungsmodus ist auch ganz cool. Habe ich ab und zu mal probiert, wenn ich unterwegs war oder wenn ich irgendwo war, wo viele Menschen waren und ich dann keine Zeit hatte oder auch einfach keinen Nerv hatte, dann andauernd an der Kamera rumzudrehen. Dann habe ich auch zum Beispiel die Blende auf automatisch gestellt, um dann halt einfach mich nicht immer nur mit dem Licht beschäftigen zu müssen. Oder wenn man oft zwischendrin und draußen wechselt, dann war das ganz praktisch. Ich muss sagen, der Modus ist echt super. Ich war ein bisschen, ja, auch skeptisch, ob das denn so klappt, aber nee, also in 95% der Fälle war ich zufrieden mit dem Endergebnis und mit der Belichtung. Klar hat man so ein bisschen Ausschuss dabei, wenn es dann doch mal zu schnell von hell zu dunkel überschwankt. Aber auch sogar das meistert die Kamera hervorragend. Also im Großen und Ganzen kriegt man für den Preis von mittlerweile, ich glaube, 1400 Euro eine hervorragende Kamera, gerade wenn man etwas sucht, um viel unterwegs zu sein. Außerdem ist man dann auch in einem Preissegment, wo man sagt, wenn was damit passiert und ich jeden Tag unterwegs bin, dann ist das noch verkraftbar. Wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin und meine Leica an die Wand haue, dann ist das schon ärgerlich. Aber man ist hier schon noch in einem Preissegment, wo man sagt, ja, das kann man noch in Kauf nehmen. Ist ärgerlich, aber es ist in Ordnung. Und ich finde, gerade für diesen Preis kriegt man hier ein unschlagbares Gesamtprodukt. Also ich bin super zufrieden mit der Kamera. Ich möchte sie nicht mehr missen aus meinem Alltag. Und ja, wenn ihr auch eine habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Falls ihr vor einer Kaufentscheidung steht und euch das hier positiv beeinflusst hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auch einen Kommentar dafür da lasst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt doch auf Like. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr ein paar Testbilder auch noch über dieses Video hinaus sehen wollt, empfehle ich euch mein letztes Video, wo ich in Rom war. Wie gesagt, alle Fotos sind mit der X100V gemacht. Und wenn nicht, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.